Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, 31. Spieltag. Es neigt sich so langsam die Saison da seinem Ende und dennoch ist der Meisterschaftskampf immer noch interessant. Der FC Bayern jetzt wieder Tabellenführer und unten im Abstiegskampf, ja, auch da die Punkte ganz eng beieinander. Heißt also, wahrscheinlich sehen wir erst am 34. Spieltag, was am Ende das Ausschlaggebende ist, beziehungsweise wer Meister wird und wer absteigen muss. Gucken wir mal, wie es trotzdem weitergeht. Los geht's mit meinen neuen Bundesliga-Tipps. Das Auftaktspiel, was am Freitag stattfinden wird, ist das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04. Und die Mainz am letzten Spiel 0-3 verloren gegen den VfL Wolfsburg. Ja, am Anfang des Spiels irgendwie nicht so ganz in der Partie. Gegner hat es einfach effektiv ausgenutzt, dann ein bisschen stabilisiert, aber dennoch hat das eigentlich von den Mainzern so ein bisschen enttäuscht. Also dafür, dass sie die letzten Wochen gute Ergebnisse eingefahren haben, sich auch oben in die Tabelle mittlerweile eingespielt haben, heißt also auch in Richtung internationales Geschäft schielen konnten. Ja, herber Rückschlag. Jetzt geht's gegen den FC Schalke 04, die keinen herben Rückschlag gekriegt haben gegen den SV Werder. Sie haben 2-1 nämlich gewonnen und ja, im zweiten Durchgang war man die bessere Mannschaft und auch den Lucky Punch noch gesetzt. Also wichtige 3 Punkte für vielleicht noch einen Klassenhalt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man eventuell gegen den FSV Mainz 05 gewinnen kann oder nicht. Ich denke mal, dass dieses Spiel Richtung knappe Partie gehen wird. Dieses Mal aber Schalke das Spiel nicht drehen kann. Am Ende gewinnt Mainz mit 2-0. Das nächste Spiel ist ebenfalls am Freitag. Ja, es ist vorverlegt worden. Es ist das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln. Wieso das Ganze mit dem Vorverlegen? Naja, wir haben auch noch internationale Spiele. Darf man nicht vergessen, Bayern 04 ist noch dabei. Heißt also, Spiel schön nach vorne legen. Und das heißt jetzt ein Freitagsspiel. Noch ein zweites Freitagsspiel. Gleichzeitig ist es auch ein Derby. Heißt also, umso wichtiger für Leverkusen, dieses Spiel zu gewinnen. Denn aktuell neigt es langsam dazu zu sagen, ja, internationales Geschäft ist drin. Letztes Mal zwar 0-0 gespielt gegen Union Berlin in einem sehr taktisch geprägten Spiel. Ist vielleicht ein kleiner Rückschlag für besagte Ambitionen, aber dennoch, vielleicht gegen Köln mit 3 Punkten könne man wieder da zurückkehren, denn die Kölner im letzten Spiel 0-1 verloren gegen den Sportclub aus Freiburg. Zwar war man im ersten Durchgang das bessere Team, aber eben unglücklicherweise hat er im zweiten Durchgang der Gegner das Tor gemacht, was dazu geführt hat, dass man dieses Spiel verloren hat. Also aus meiner Sicht hätte man auch gut und gerne einen Abschluss unentschieden spielen können. Jetzt natürlich die Frage, wie wird es jetzt gegen Leverkusen werden in diesem Derby? Ich denke mal, dass dieses Spiel auch in Richtung knappe Partie gehen wird, aber Leverkusen den Lucky Punch setzen wird und am Ende mit 2-1 gewinnt. Das nächste Spiel findet dann am Samstag statt. Es ist das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt. Die Hoffenheimer im letzten Spiel 0-1 verloren gegen Leipzig. Ja, das war nichts. Bedeutet jetzt im Umkehrschluss, Abstiegskampf ist wieder drin. Eigentlich haben sie sich in den letzten Wochen rausgespielt aus diesem Abstiegskampf, aber jetzt sind sie wieder mittendrin, dadurch, dass eben Schalke gewinnen nur plötzlich. Bedeutet also, man ist wieder dabei und man muss da möglichst schnell weg. Vielleicht gegen Frankfurt, die im letzten Spiel mit dem 1-1 unentschieden gegen Augsburg so eine klassische Nullnummer gezeigt haben. Jetzt mag man sagen, aber immer, die haben 1-1 gespielt. Das ist keine 0-0-Nummer. Naja, die Tore aus meiner Sicht eher zufällig. Man darf es so sagen, also so dieses klassische Aus-dem-Nichts-Tor, sowohl das Frankfurter, wobei das ja auch nicht wirklich ein Frankfurter Tor gewesen ist, als auch das Augsburger Tor, eher eine Geschichte des Zufalls. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird es gegen Hoffenheim laufen, denn man darf nicht vergessen, wir haben auch noch DFB-Pokal und Eintracht Frankfurt ist immer noch dabei. Was bedeutet Doppelbelastung? Was wiederum bedeutet, wie wird es gegen Hoffenheim laufen? Ich denke mal tatsächlich, dass in diesem Spiel es keinen Sieger gibt. Am Ende endet es mit einem 1-1. Hoffenheim wird das ausnutzen, dass die Frankfurter vielleicht noch müde sind, aber am Ende das nicht gewinnen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der Hertha und dem VfB Stuttgart. Ja, hätten die Berliner auch gewonnen gegen den FC Bayern, wäre es mein persönliches Topspiel gewesen, definitiv. Denn dann wäre es wirklich ein klassisches 6-Punkte-Spiel geworden. So Hertha mittlerweile abgeschlagen vom ganzen Feld, von den ganzen Mannschaften, die eventuell noch um den Klassenerhalt spielen könnten. Man braucht so ein kleines Wunder schon. Man muss es so sagen. Im letzten Spiel 2-0 verloren gegen die Bayern. Also
Defensiv war alles supi. Muss man einfach sagen. So wie sie defensiv gestanden haben, so wie sie defensiv gespielt haben, war alles gut. Problem ist das, dass eben der FC Bayern im zweiten Durchgang die Tore erzielt hat. Was bedeutet? Richtig, 0 Punkte. Was wiederum bedeutet, dass man den Anschluss nach vorne verliert. Heißt also, könnte man eventuell der erste Absteiger sein? Stuttgart will das natürlich, dass Hertha der erste Absteiger ist. Die haben zwar 2-1 gewonnen gegen Gladbach, ja. Auf beiden Seiten Elfmeter und eigentlich ein hochturbulentes Spiel. Und ja, man darf aber eben auch nicht vergessen, dass die Stuttgarter auch noch im DFB-Pokal sind. Ja, sie spielen zwar gegen den Abstieg, ja, aber trotzdem sind sie im Halbfinale des DFB-Pokals. Was wiederum bedeutet, auch da Doppelbelastung in einer ja, brenzligen Situation. Große Frage, wie wird das für den VfB Stuttgart laufen? Werden sie gegen die Eintracht vielleicht mit Vollgas spielen oder eben nicht mit Vollgas, weil sie sich auf die Liga konzentrieren? Ich denke mal, in dieser Partie wird es so sein, dass am Ende dieses Spiel mit einem Tor entschieden wird. Und dieses Tor erzielt Stuttgart. Stuttgart gewinnt mit 1:0. Was dann den Abstieg der Hertha so gut wie sicher macht? Nein, auf keinen Fall. Das nächste Spiel ist das Spiel nämlich zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin. Augsburg im letzten Spiel 1:1 unentschieden gespielt gegen Frankfurt. Wie erwähnt, die Tore eher zufällig gefallen. Nullnummer, ja, jetzt geht's eben gegen Union. Die oben mit dabei sein wollen, die mit um die Champions League spielen wollen, die eben mit dem 0:0 gegen Leverkusen eventuell einen kleinen Rückschlag erlitten haben. Ja, aber andersrum. Besser ein als kein Punkt und das kann man am Ende sagen, auch in dieser Begegnung, denn tatsächlich denke ich, in dieser Begegnung gibt es eine kleine Überraschung, nämlich Augsburg wird einen Punkt holen mit einem 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Mein persönliches Topspiel, es ist auch im DFB-Pokal das Halbfinale, heißt also hochinteressante Spiele. DFB-Pokal zwischen den beiden Teams, dann jetzt in der Liga zwischen diesen beiden Teams, den Freiburgern kommt das irgendwoher bekannt vor. Warte mal, letzte Runde gegen die Bayern? Ja, im Pokalspiel haben sie gewonnen, bedeutet in der Liga haben sie verloren. Wird das eventuell dann in dieser Hinsicht auch wichtig sein? Es ist auch ein Duell zweier Top-Teams, die eben um Champions League noch spielen. Heißt also, sie werden sich nichts schenken. Im letzten Spiel die Freiburger mit dem 1:0-Erfolg gegen Köln. Knapper Erfolg. Ja, knapper Erfolg, den man im zweiten Durchgang mit einem Tor gekrönt hat. Also wie erwähnt, unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen, aber so hat Freiburg 3 Punkte geholt, die wichtig sind. Jetzt Leipzig, die eben einen knappen Sieg mit einem Tor Vorsprung gegen Hoffenheim hatten. Aber da muss man sagen, da ist es anders gewesen. Aus meiner Sicht hätte Leipzig früh hochführen müssen. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Am Ende wären sie fast noch bestraft worden. Aber eigentlich auch nicht, weil das, was die Hoffenheimer gegen Ende des Spiels gemacht haben, wo man sagen müsste, oh, jetzt könnte vielleicht das Spiel noch kippen, das war nichts. Also dementsprechend ein leichter Sieg, der hätte höher ausfallen können. Große Frage, wie wird es dieses Spiel denn laufen in der Liga? Dadurch, dass es wirklich sehr schwierig zu sagen ist, wie es im DFB-Pokal ist, liebe Freunde da draußen, morgen das passende Video dazu, denke ich mal, dass es in der Liga wirklich darauf bedacht ist, also beide Teams darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen und bedeutet 0:0. Ein Spiel ohne Tore, aber eben ähnlich wie beim Leverkusen-Union-Spiel. So ungefähr erwarte ich auch das. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum. Ja. Die Gladbacher haben im letzten Spiel 1:2 verloren gegen VfL Stuttgart. Ein kämpferisches Team, was eben am Abschluss den Erfolg nicht gekriegt hat. Man ist dem Rückstand hinterhergelaufen und am Abschluss hat man dann ja auch noch die rote Karte gekriegt, gegen den Elfmeter noch gekriegt, aber dennoch trotzdem nach diesem Tor von dem VfB haben sie sich trotzdem aufgebäumt und vielleicht hätten sie noch die Chance gehabt, den Ausgleich zu erzielen. Haben sie nicht. Große Frage, wie wird es jetzt gegen Bochum laufen, die im letzten Spiel 1:1 unentschieden gespielt haben gegen Dortmund, wo man auch sagen müsste, ja, knappes Ding, ganz knappe Geschichte, dazu aber auch noch später mehr. In diesem Spiel denke ich mal, dass die Bochumer nicht so viel Glück haben werden. Ein Abschluss gewinnt Gladbach mit 3:1.
Das nächste Spiel ist das Samstagabendspiel. Es ist das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München. Jetzt mögt ihr sagen da draußen, warte mal immer, normalerweise sind es doch zwei Sonntagsspiele. Ja, wie erwähnt, Leverkusen-Köln von Sonntag auf Freitag vorverschoben. Heißt also, ja, Bremen gegen Bayern. In der Regel in den letzten Jahren war das eigentlich ein interessantes Spiel, ein ausgeglichenes Spiel, wobei in einigen der letzten Jahre war es eigentlich eine klare Geschichte. Große Frage ist aber die, wie wird das dieses Mal laufen? Denn die Bremer im letzten Spiel 1-2 verloren gegen Schalke. Im ersten Durchgang die bessere Mannschaft, aber das zweite Tor irgendwie verpasst. Und das bedeutet, richtig, man hat dieses Spiel verloren, was wiederum bedeutet, vielleicht doch noch Abstiegskampf. Naja, wenn die Ergebnisse der Gegner stimmen, dann heißt es nochmal Abstiegskampf für den SV Werder. Jetzt geht's aber gegen den FC Bayern, die im letzten Spiel mit dem 2-0-Erfolg gegen die Hertha sich fast die Zähne ausgebissen haben an der Verteidigung und am Abschluss dann doch knapp glücklich mit 2-0 gewonnen haben. Ja, Frage natürlich, ob man jetzt eventuell durch diesen Erfolg den nächsten Erfolg nochmal, also den nächsten Erfolg gegen den SV Werder holen kann oder nicht. Ich denke mal, dass diese Partie am Abschluss eine knappe Partie wird, denn am Abschluss gewinnt zwar der FC Bayern, aber auch nur knapp mit 2-1. Das nächste und letzte Spiel des Spieltages findet statt am Sonntag. Es ist das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Ja, auch da war ich im Überlegen, vielleicht mein persönliches Topspiel oder nicht. Die Dortmunder im letzten Spiel 1-1 unentschieden gespielt gegen Bochum. Bei einigen Situationen, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da nicht gesehen hat oder gesehen hat oder wie auch immer. Also aus meiner Sicht die Dortmunder in vielen Belangen eigentlich benachteiligt worden. Ja, insbesondere im zweiten Durchgang. Also, da muss man einfach sagen, also wenn da der VAR eingreift und wie auch immer, ja, dann wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Am Abschluss hätten die Dortmunder dieses Spiel vielleicht so knapp gewonnen. Aber andersrum, so ist manchmal Fußball. Also heißt das jetzt wieder als Verfolger, den FC Bayern vielleicht zu überholen. Klar, ist natürlich schwierig, wenn der FC Bayern gewonnen hat gegen Bremen. Aber andersrum, man kann trotzdem dranbleiben mit einem Erfolg gegen Wolfsburg. Die Wölfe, die im letzten Spiel mit 3-0 gegen Mainz gewonnen haben, mit einer Effizienz, die definitiv wieder internationales Geschäft bedeutet. Aber, Frage natürlich, wird in dieser Partie vielleicht auch einiges anderes wichtig sein. Denn ich denke tatsächlich, die Effizienz der Dortmunder wird sich dieses Mal zeigen. Und am Abschluss gewinnt Borussia Dortmund mit 2-0. Und das waren meine Tipps für Spieltag Nummer 31 in der ersten Liga. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie erwähnt, der DFB-Pokal-Tipp morgen erst. Und wir sehen uns dann hoffentlich dann zum Kommentipp wieder. Hoffentlich dann zum DFB-Pokal-Tipp. Also, bis dahin eine gute Zeit und ciao.